Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 9 News Update. Ich möchte euch heute den Apex Legends Season 9 Launch Trailer zeigen. Natürlich werden ihn viele schon gesehen haben. Ich werde ihn euch jetzt aber nochmal zeigen. Es wird eine kleine Analyse geben. Es gibt eine Menge zu sehen, was man anfänglich vielleicht, wenn man es nicht 2, 3, 4 Mal guckt, vielleicht falsch interpretieren könnte. Ich werde der Antwort auf die Frage ein für alle Mal auf den Grund gehen, was passiert mit der Peacekeeper. Wir werden auf jeden Fall am Ende dieses Videos eine Antwort haben, versprochen. Und ich würde sagen, wer nach diesem Trailer keinen Bock auf Season 9 hat und nicht gehypt ist, den kann ich nicht helfen. Hashtag wechsel doch zu Fortnite. Spaß beiseite, nein, ich muss ganz ehrlich sagen, so viel muss schon mal gesagt sein, der Trailer ist der absolute Hammer und es ist ein Trailer, der mich seit den letzten vielen Seasons, zumindest die Art von Trailer, diese Launch-Trailer, der hat mich wirklich völlig weggeflasht und er macht richtig Bock auf alles. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dem Trailer und danach gibt es eine kurze Analyse und dann bin ich auf jeden Fall auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt. Jetzt schon mal einen Daumen da lassen, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Viel Spaß jetzt! Time for a new game. I'm in the fight, 5v5. Putting all on the bottom, running all the game. Watching the world in the mirror, I'm in every lane. Y'all all are the same, everybody's so lame. Put them back on my shine, get out of the way. All yours, darling. You cannot outrun the current. C'est la vie. Oh, hey, how's it going? Remember me? Mirage, really? Again? What? I'm a legend, right? Watch me now, running off your cam. Man, this is really intense. You're not the only one with fancy moves, beautiful. I see the hand coming. I love whoever came up with this new game. The legacy of a champion cannot be measured by simple victories. It is measured by resolve, by commitment to a single focus. Absolution. Conviction. Vengeance. It is time to return the legend to where it started. A little underground brutality. That's a hell of a way to go. When you get to hell, tell them Valkyrie sent you. Welcome to the legacy of the Apex Predators. Welcome to the arena. Los geht's eigentlich hier schon direkt zum Start vom Trailer. Wenn man hier genau aufpasst, kann man sich eigentlich schon genau denken, dass es in dem Trailer
eine Menge Stuff rund um die Arena gibt oder den Arena-Modus. Denn dieses Logo, was ihr hier seht, das ist das offizielle Arena-Modus-Logo. Und gehen wir direkt mal weiter. Das ist nämlich das, was ich hier völlig falsch interpretiert hatte. Und ich dachte mir, Mensch, meine Fresse, dieser Skydive mit Valkyrie. Und von oben dachte ich so, Mensch, World's Edge. Ist jetzt World's Edge tatsächlich die Map, die Dochen mitunter mit Olympus zusammen Map-Update bekommt? Und ich habe den Trailer tatsächlich 3-4 Mal gesehen, bis ich es dann gerafft habe. Ich habe heute auf Instagram auch ein bisschen was gepostet, da hat ein Abonnent von mir, ich weiß jetzt leider nicht, wer es war. Danke auf jeden Fall nochmal so ein bisschen für diesen kleinen Arschtritt. Aber spätestens nach dem 5., 6. Mal hätte ich es dann tatsächlich auch endlich mal gerafft. Das sah wirklich ursprünglich wie World's Edge aus, ist wahrscheinlich derselbe Planet, Vermutung von mir. Es ist eine Arena, es ist eine Arena und alles, was wir hier an Gameplay sehen, ist alles eine Arena, weil für World's Edge, sind wir mal ganz ehrlich, sieht es doch etwas klein aus. Wir lassen es mal weiterlaufen und hier sehen wir einfach schon mal, wie die Leute sich gegenseitig so ein bisschen befighten. Und hier alles eine Menge Schnee. Das ist alles sehr, sehr World's Edge-lastig. Aber diese Spots, ich habe gerätselt und überlegt, was könnte das sein? Und natürlich ist es nichts anderes als der Arena-Modus. Und hier sehen wir auch, Moment, ganz klar jetzt auch hier, Lifeline bastelt ihre Drohne raus, um Bloodhound hochzuheben. Das Schild ist definitiv Geschichte. Das dazu, lassen wir es mal ein bisschen weiterlaufen. Und wir können im Arena-Modus sämtliche Fähigkeiten einsetzen. Das sollte auch klar sein. Also haben wir schon mal, ich sag mal, ein Grundgerüst der Regeln und es sieht nach einem 3 versus 3 aktuell aus, aber ich schließe nach wie vor nicht aus, dass wir auf jeden Fall auch noch andere Regeln später irgendwann mal dazu bekommen und wir werden definitiv auch andere Schauplätze bekommen. Was ich hier natürlich richtig geil finde, ist, allem Anschein ist das die ultimative Fähigkeit. Eigentlich hieß es die taktische Fähigkeit, ist so eine Art Clustergranaten. Aber in so einem Trailer wird es vielleicht manchmal ein bisschen zu überpaced, sage ich jetzt einfach mal, gezeigt. Und so viel sei schon mal gesagt, nächste Woche am Ende des Trailers wird es auch gezeigt. Ich glaube, es war der 24. Am Montag auf jeden Fall, sollte wieder 17 oder 18 Uhr sein, gibt es den Arena-Modus Gameplay-Trailer und da freue ich mich schon richtig drauf und dann sehen wir auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr. Hier habe ich eine Weile gerätselt. Dieser Spot sah für mich anfänglich erstmal aus wie World's Edge. Irgendwo in der Nähe der Sortierfabrik oder. Und hier könnte es tatsächlich sein, das Gameplay, was wir hier sehen, Gameplay in Anführungszeichen, ist ja kein Gameplay, dass das vielleicht auch eine Arena auf dem Kings Canyon ist. Ist nur eine Vermutung von mir. Alles, was wir gleich noch sehen, sieht sehr nach Artillerie aus. Aber diese Stelle hier, das ist keine Ahnung, auf dem Kings Canyon keine Stelle, die man betreten kann. Deswegen gehe ich auch hier bei dem Kings Canyon Gameplay davon aus, dass es vielleicht eine abgewandelte Variante der Artillerie ist, denn habe ich im gestrigen Video, das Bild habe ich leider schon wieder rausgelöscht, habe ich jetzt leider nicht vorbereitet, was Structural gepostet hat, da hatten wir auch von der Artillerie ein Beispiel, wo sich so ein paar Fights abspielen und es könnte tatsächlich sein, dass das vielleicht sogar diese Arena ist, ist aber nur eine Vermutung von mir. Hier, diese ganzen engen Passagen, sieht alles nicht so nach einem offiziellen Kings Canyon Place aus. Und die einzige Stelle, die jetzt tatsächlich auch nach Kings Canyon aussieht, ist genau diese Stelle. Wenn es dann hier rechts weitergeht, sieht das so ein bisschen aus, als würden wir zu dem Jump Tower kommen. Und hier gehen wir jetzt endlich mal der Frage auf den Grund. Moment, wir warten jetzt hier auf Horizon, sie hat die Peacekeeper in der Hand und die Peacekeeper ist die Waffe, die aus dem Care Package verschwindet. Und jetzt bin ich mal gespannt in den Kommentaren.
Mal abgesehen davon, dass ich jetzt euch gleich verrate, welche Waffe für die Peacekeeper ins Care Package geht. Hättet ihr das vermutet? Welche Waffe hättet ihr am liebsten ins Care Package gepackt? Es ist die Triple Take. Die Triple Take wechselt den Platz mit der Peacekeeper. Kein Scheiß, nicht offiziell von Respawn oder EA bestätigt, das sollte klar sein, aber diese Informationen sind heute im Laufe des Tages und glaube ich auch gestern schon so ein bisschen durchgedrungen. Übrigens, by the way, meine absolute Lieblingsstelle in diesem Trailer, auch wenn es absolut nichtssagend ist. Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr interessanten Part und zwar meine Vermutung, dass wir Olympus, mal abgesehen davon, dass Olympus ein fettes Map-Update bekommt mit irgendwelchem Wurzelwuchs quer über die Map, es sieht so aus, als wäre Olympus tatsächlich bei Nacht. Also wir sehen ja auf jeden Fall gleich noch einen Spot oder ein Bild. Hier übrigens im Hintergrund Mirage Voyage, wen es nicht aufgefallen ist. Mirage Voyage ist auf Olympus und allem Anschein nach, ich habe gleich noch ein anderes Bild, es scheint Mirage Voyage tatsächlich auf Olympus abgestürzt zu sein. Ist quasi vielleicht der letzte Landespot von diesem Schiff, es sei denn, es wird irgendwann in der Zukunft vielleicht mal repariert. So, jetzt haben wir hier Loba. Hier sehen wir es auch im Hintergrund. Hier ist ein Mond. Es ist ganz eindeutig Olympus bei Nacht. Ob das natürlich nachher im Gameplay in der Season 9 tatsächlich so ist, es kann ja nur ein Trailer sein. Es muss ja nicht sein, dass es tatsächlich so ist. Aber alles andere macht für mich einfach keinen Sinn. Ich bin der festen Überzeugung, dass Olympus bei Nacht ist. Und ich glaube, Olympus bei Nacht mit so ein paar Map-Changes könnte der Map auf jeden Fall ein bisschen mehr Schwung geben. Und ich habe so öfters im Livestream bei mir oder auch unter verschiedenen Videos immer mal die Frage gestellt, welches ist eigentlich eure Lieblingsmap? Meistens stelle ich diese Frage im Stream und tatsächlich mögen viele Kings Canyon nicht, viele sind aber auch fast genauso stark gegen Olympus. Die meisten, habe ich zumindest das Gefühl, stehen eher auf World's Edge. Deswegen, wenn ihr Bock habt, auf diese Diskussion einfach mal einzugehen, schreibt es mal in die Kommentare, welches ist eure Favorite Map. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht mache ich auch im Community-Tab einfach mal eine Umfrage. Das könnte auch ganz interessant werden. Und jetzt sehen wir hier nochmal Pathfinder mit seiner Zipline und hier auf der rechten Seite, das ist Mirage Voyage. Ich kann aber aktuell dem Bild und dem ganzen Gameplay oder dem Trailer nach nicht so ganz beurteilen, wo genau ist dieser Spot, denn diese Oasis-Zylinder, die wir hier auf der linken Seite sehen, davon wird es wohl nach den ganzen Map-Changes mehrere geben. Ihr erinnert euch an das eine Bild, was wir vor 2-3 Videos gesehen haben, wo, oh Gott, um was ging es in dem Trailer? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Da wurde kurz so ein Bild von Olympus gezeigt. Das war die Stelle bei Hammond Labs, wo diese Wasserfälle sind. Und da standen dann auch zwei solche Zylinder. Deswegen könnte es sein, dass bei Hammond Labs das Flugschiff vielleicht sogar Hammond Labs zerstört hat. Das ist jetzt meine Vermutung. Man sieht ja auch im Hintergrund, hinter dieser Zipline relativ weit oben, sehen wir auch so ein bisschen Zerstörung. Deswegen ist das jetzt mal meine offizielle Vermutung. Hammond Labs ist zerstört, Mirage Voyage ist drauf abgestürzt. Was mir aber noch ein bisschen Bauchschmerzen bei dieser Theorie bereitet, sind die ganzen Gebäude hier, diese ganzen Hochhäuser. So viele Hochhäuser gibt es auf Olympus jetzt auch nicht. Moment, ich mache noch mal ein Stück zurück. Zack, zack, hier kriegt Loba richtig eins in die Fresse. Ach, das war's schon. Moment, wo waren das? Wo waren die Stelle, wo man das so eindrucksvoll sieht? Also nochmal durchlaufen, da im Hintergrund auf jeden Fall die Hochhäuser. Also ich könnte mir keinen anderen Platz vorstellen. Vielleicht sind diese ganzen Gebäude, die wir hier sehen, auch neue Gebäude. Das kann natürlich völlig sein. Hier, das ist alles. Es sieht alles ziemlich stark verändert aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, und hier haben wir natürlich für alle Titanfall-Fans oder auch dem Teaser, was war es in Season 5, wo wir diese Maske oder den Kopf von Ash zusammengebaut haben. Ash ist natürlich am Start. Das ist quasi unsere Partyprinzessin, die Arena-Games oder den Arena-Modus veranstaltet, genauso wie Revenant eben. Ach genau, das ist das Bild, was ich eigentlich meine. Genauso wie Revenant eben der Veranstalter der Halloween-Events ist eben Ash quasi die Partyprinzessin, die
den Arena-Modus begleitet oder der Host davon ist. Und hier sehen wir nämlich hier auf der rechten Seite diese ganzen Hochhäuser. Meiner Meinung nach sind das Hochhäuser, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und hier haben wir nochmal Mirage Voyage im Hintergrund ganz klar zu sehen. Und das sieht alles ein bisschen so zerstört aus. Ob das jetzt aber wirklich der Spot rund um Hammond Labs ist, sind wir mal gespannt. Ich rate hier einfach nur, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr da mehr dazu zu sagen habt. Außer, welche Map ist die geilste und so weiter. Was denkt ihr hier? Was haltet ihr von der Peacekeeper und so weiter? Alles relativ spannend. Und hier sehen wir auch so eine Art, ich sag mal, ihre Kommandozentrale für den Arena-Modus, weil wir hier auch, sie bastelt ein bisschen an ihrer Schaltzentrale rum und schon werden wieder Bilder vom Arena-Modus gezeigt. Wie gesagt, wenn man den Trailer einmal sieht, rafft man vielleicht nicht gleich, oh, Arena-Modus sah für mich im ersten Eindruck eher nach World's Edge aus. Und hier sehen wir auch schon den Pfeil des neuen Bogens. Ich wage jetzt nicht, den Bogen auszusprechen. Er wird ziemlich bescheiden auszusprechen sein. Und da bin ich wirklich mal auf die Fähigkeiten von Valkyrie tatsächlich dann im finalen Game gespannt. Wie kann sie schweben? Also meiner Meinung nach sind die Fähigkeiten immer noch. Sie kann in die Luft schweben, Teammates mitnehmen, geht dann in den Skydive über. Vielleicht kann sie doch mehr mit schwebenden Fähigkeiten, als uns allen vielleicht bewusst ist. Meiner Meinung nach haben sich die Fähigkeiten von Valkyrie auch in Bezug auf das allererste Apex Legends Zukunftsvideo, wo ich schon über 12, 13 Legenden spreche, was locker anderthalb Jahre her ist, da ist Valk auch schon aufgetaucht, da waren das noch andere Fähigkeiten. Einmal natürlich das mit dem Skydive und einmal, dass sie für sich selbst alleine so ein bisschen sich in die Luft bewegen kann. Und das sieht alles stark danach aus. Und wenn sie dann auch noch ihre Waffen wie Horizon benutzen kann, da bin ich mal gespannt. Overpowered, ja, nein. Was denkt ihr? Noch eine Diskussion, die wir hier in dem Video gerne besprechen können. Nicht, dass das hier noch zu viel wird. Wir brechen jetzt mal fast ab. Wir sind gleich am Ende des Trailers. Jetzt sehen wir hier Ash nochmal ganz zum Schluss, Kapuze ab. Natürlich wahrscheinlich der absolute Gänsehautmoment für alle Titanfall-Fans, sollte klar sein. Und damit ist der Trailer zu Ende. Und jetzt kommt hier die Einblendung, Arena Gameplay Reveal 26.04.2021. Und damit sind wir am Ende von diesem Video, von dieser kleinen, hoffentlich, Analyse. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Ich versuche auf jeden Fall, wie in den letzten Videos, jetzt mal langsam auch wieder hinterherzukommen, alle Kommentare wirklich zu lesen. Ich bin zurzeit echt sehr krass eingespannt und versuche das so ein bisschen nachzuholen. Lasst mich, wie gesagt, in den Kommentaren wissen, von was ihr von dem ganzen Spaß haltet. Gebt mir einen Daumen für dieses Video hoch, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und am Montag gibt es, wie gesagt, den Gameplay-Trailer zum Arena-Modus. Und den könnte ich sogar live auf Twitch streamen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da noch vorbeischaut. Also lasst da gerne noch ein Follow da. Dann verpasst ihr auch den Livestream nicht. Das war es jetzt von mir. Schon mal schönes Wochenende gewünscht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.